Bei Minergie achtet man natürlich sehr stark darauf, dass man keine Wärmebrücken hat und dass man sehr gute Fenster und natürlich auch gute Türen installiert. Die Vorteile von großen Fenstern sind natürlich, der Mensch kann viel vom Tageslicht, vom natürlichen Licht profitieren. Er arbeitet besser bei Sonnenlicht als bei Kunstlicht. Und große Fensterflächen ermöglichen natürlich im Winter die Nutzung der Solarenergie. Da spricht man von passiver Sonnenenergienutzung. Durch Fenster kommt Licht und Leben herein, kommt auch die Umgebung herein. Entsprechend ist es ganz wichtig, dass man möglichst viel Glas hat an einem Fenster und möglichst wenig Rahmen. Das Klischee der großen Fenster mit viel Energieverlust kommt von daher, dass früher natürlich die Fenster schlecht waren, Einfachglas, und heute haben wir dreifach Isolationsverglasungen und zum Teil sind die Fenster sogar besser energetisch gesehen als zum Beispiel ein schlechter Wandaufbau. Fenster sind heute Hochleistungselemente, sie bestehen aus verschiedenen Materialien und Bauteilen. Kurz zusammengefasst kann man sagen, sie bestehen aus Glas und Rahmen. Die Wärmedämmung wird über den U-Wert charakterisiert. Man strebt also an, möglichst tiefe U-Werte zu haben. Der Schallschutz von Fenstern ist abhängig vom Glas und vom Rahmen. Mit heutigen Elementen erreicht man hohe, gute Schalldämmwerte. Und da ist es aber wichtig, dass nebst dem guten Schallschutz des Glases eben auch der Rahmen einen guten Schallschutz hat. Es funktioniert nicht, dass man gute Schallschutzgläser in schlechte Rahmen einbaut. Da ist das Resultat für alle Beteiligten dann unbefriedigend. Die Lärmquelle ist jetzt eingeschaltet und das Fenster ist zu. Wir merken gut, wie laut das wirklich ist. Heutige Fenster- und Türenelemente bestehen aus verschiedenen Rahmenmaterialien. Man kennt Holz, Holzmetall, Aluminium, Stahl und auch Kunststoff. Diese Rahmenmaterialien sind in den verschiedensten Farben und Formen erhältlich. Wichtig ist, dass sie eine hohe statische Festigkeit haben, eine gute Wärmedämmfähigkeit und auch gute Schalldämmwerte. Wenn wir das Fenster öffnen, kommt Lärm hinein, kommt Feinstaub hinein, Pollen und so weiter. Und das wollen wir nicht. Deshalb verlangt Minergie eine Komfortlüftung mit entsprechenden Filtern installiert. Die Komfortlüftung in einem Minergiehaus funktioniert so, dass die Umgebungsluft angesogen wird, in diesem Falle durch einen Airkollektor, wo die Luft vorgewärmt wird und im Sommer abgekühlt wird. Dann wird die frische Luft gekreuzt auf einem Plattentauscher mit der alten Luft, und selbstverständlich wird auch an dieser Stelle die Luft gefiltert, und zusätzlich hat man beim Ansaug draußen einen Filter und dann auch bei den Einlassöffnungen in den einzelnen Zimmern hat es Filter, damit wirklich kein Staub von draußen in die Zimmer dringen kann. Selbstverständlich empfehlen wir Lüftungen, die mit dem Minergie-Modul Komfortlüftungen ausgezeichnet wurden. Die bewähren sich ganz speziell. Und es ist natürlich wichtig, dass die Lüftung dann gemäß den Bedingungen und Anforderungen des Herstellers installiert und betrieben werden. Für die Nutzung der erneuerbaren Energiequellen wird am häufigsten die Wärmepumpe eingesetzt, dann natürlich Solarkollektoren für die Sonne und Holzfeuerstätten zum Nutzen des Holzes. Wärmepumpen rentieren sich für alle Arten von Haushaltungen, ob jetzt in einem Einfamilienhaus oder in einem großen Mehrfamilienhaus, werden heute zu 80% bei Neubauten Wärmepumpen installiert. Sehr oft wird die Wärmepumpe kombiniert mit einer Solaranlage, also mit einer solarthermischen Anlage, und eine solarthermische Anlage wärmt das Wasser auf und das Wasser wird dann in einem Speicher, wie jetzt in diesem Fall, gespeichert und kann dann jederzeit benutzt werden für die Küche oder auch für das Duschen und so weiter.